Hallo zusammen, hallo 2021, hallo YouTube und Instagram. Ich lade ja neuerdings die Videos auch auf Instagram hoch, weil ich das Gefühl habe, dass manche Zuschauer sich nur auf einer Plattform wohler fühlen. Stimmt das eigentlich? Also seid ihr gerne nur auf einer Plattform unterwegs oder schaut ihr einfach alles an, was online geht? I don't know. Ihr wollt sicherlich wissen, ob unser Titi wieder aufgetaucht ist. Leider nein. Chris hat Ewigkeiten mit Anzeigen, Nachbargesprächen verbracht, hat unsere Nachbarwälder abgesucht, alle Bauernhöfe in der Gegend abgefahren, mit denen gequatscht und nix. Also wir hatten auf unsere Gesuche 3 Rückmeldungen, aber es waren andere Katzen. Zumindest haben diese in der Kälte ein Zuhause gefunden. Das ist natürlich sehr, sehr schön, dass sie aufgenommen wurden, aber es war nicht Titi. Ich hoffe einfach, dass, so blöd wie es ist, ich hoffe einfach, dass ihn jemand geklaut hat und er gerade vor einem Kamin sitzt, mit Pastete gefüttert wird, dass jemand ihm seine Zotteln kämmt und dass er nachts ins Bettchen mit darf und kuscheln darf und alles andere mag ich mir nicht ausmalen. Ja, wie findet man jetzt eine passende Überleitung zu anderen Themen? Vielleicht durch Bilder. Ich habe bei der Suche nach Bildern von ihm, natürlich auch alte Bilder von uns durchgekramt und durchgesehen und habe mich dann einfach mal kurzerhand dazu entschlossen, einen Jahresrückblick, eine Jahreszusammenfassung zu machen. Allgemein habe ich viel um den Jahreswechsel herum gemacht, damit ich meinen Kopf beschäftige. Es war auch wirklich sehr, sehr schön, Bilder und Videos von früher sich nochmal anzuschauen. Wobei in dem Rückblick kamen vorwiegend ja nur Videos rein. Ich wollte natürlich mehr Bewegtbilder euch zeigen. Und ich habe festgestellt, dass gerade mit den Kids meine Lieblingsjahreszeit der Sommer ist. Man kann so viel mehr mit den 2 Sträuchen machen und mehr das Wetter genießen als jetzt im Winter. Ich persönlich liebe es zwar natürlich unheimlich bei kalten Tagen zu handarbeiten, es ist halt umso kuscheliger zu Hause auf der Couch zu sitzen und sich was zum Stricken oder zum Häkeln zu nehmen, sich so richtig einzulümmeln. Aber mit den Kids ist es echt entspannter, wenn sie sich draußen austoben können, Neues entdecken, mit zum Einkaufen kommen können. Gut, im Winter können sie natürlich auch mehr zum Einkaufen kommen, aber ihr wisst, ne, dass es halt mit Kindern ist es eher im Sommer so ein Erlebnis, wenn man einkaufen fährt, weil man dann doch mal da ein Eis mal mitnehmen kann oder da vielleicht in der Stadt nochmal irgendwie einen kurzen Halt macht und da nochmal bummeln geht. Also man kann dann einfach im Sommer, ich habe das Gefühl, man kann einfach mehr machen oder es macht mehr Freude. Wenn mal wieder so ein Einkaufsausflug ist, dann kann man sich einfach so richtig austoben an dem Tag mit den Kindern. Aber es hat schon sehr viel Spaß gemacht, das zusammenzuschnibbeln und ich hoffe, es war auch ein schönes Video für euch, dass ihr da auch Bock und Lust drauf hattet und euch Freude gemacht hat, zuzuschauen, was wir so Schönes in dem Jahr getrieben haben. Ich packe euch auf jeden Fall mal alle Links wieder in die Infobox. Also egal, was ich euch heute erzähle, ihr findet es wie immer in der Infobox, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Unser Mystery Crochet Along, Sound of the Ocean, hat die Reihe 60 erreicht und ist schon mächtig gewachsen. Ihr häkelt fleißig mit und mit viel Freude. Das macht natürlich umso mehr Spaß, jede Woche eine neue Reihe für euch zu veröffentlichen. Die kostenlose Anleitung geht übrigens immer auf Instagram online. Ich versuche es immer freitags einzurichten. Wenn es mal nicht klappt, dann am Samstag auf jeden Fall. Das hat bisher ganz gut funktioniert und viele von euch freuen sich auch schon nach der Arbeit oder halt am freien Samstag auf ein Stündchen häkeln. Und um zu sehen, wie das Projekt wächst, das ist schon schön. Ich mache das übrigens für mich sehr gerne jeden Abend, also nicht den Mystery Call, aber ich habe da auch so eine Tradition. Wenn ich mit der Shop-Arbeit fertig bin, dann mache ich mir halt noch ein Tässchen Kaffee und arbeite an der aktuellen Handarbeit, bevor ich ins Bettchen gehe. Meist ist es bei mir dann irgendwann zwischen 3 und 6 Uhr nachts. Ich trage auch schon seit ein paar Wochen eine Uhr am Armband. Das ist so ein Tracker, der meinen Schlaf und meine Schritte trackt. Ich laufe übrigens viel zu wenig. Ich müsste viel, viel mehr laufen. Und ich weiß nicht, hättet ihr überhaupt Interesse an so einem Video, dass ich euch die Auswertung davon zeige, die Analyse von meiner Bewegung und von meinem Schlaf? Ist ehrlich gesagt laut der App eine Katastrophe, also beides, Schlaf und Schritte. Aber wenn es euch interessiert, lasst es mich gerne mal wissen. Ja, was gibt's Neues? Neuigkeiten im Shop? Ja, haben wir.
Die Colors Wunschverläufe haben eine neue Modalfarbe zur Auswahl und das ist Delfino Melange. Melange ist übrigens das Wort für meliert, nur mal so zur Erklärung. Ich nehme es halt gerne, weil ich finde, es klingt ein bisschen schöner als meliert. Melange ist halt ein bisschen, ne? Ich mag es halt. Das ist ein zartes, kühles Blau, eigentlich schon so, wie der Name sagt, wie ein Delfin. Das trifft es schon ganz gut, wobei es gibt ja auch graue Delfine, aber ihr wisst ja, was ich meine. Häufig geht es ja bei dem Namen eher ums Gefühl, nicht um den exakten Farbcode. Und diese Farbe ist maximal vierfach vorrätig und kommt bei uns seit neuestem dann doch oft zum Einsatz, weil sie einfach schön ist und zu vielen Outfits passt. Bestellen schon gerne Leute. Und neue Verläufe oder Verlauf-Updates habe ich auch für euch. Und zwar ist der Verlauf Nightclub ganz neu. Es ist ein Baumwollmix mit der Farbe Schwarz als Basis. Der Verlauf selbst besteht aus hellen Blautönen, Alice, Medusa und Hellblau. Und Schwarz bleibt beim Verlauf ein stetiger Begleiter. Habe ich auch schon auf Instagram verstrickt gesehen. Oder es war eine Jacke. War sehr, sehr cool. Und wie immer entstehen die verfügbaren Kombinationen im Shop fast immer, das habe ich schon zweimal immer gesagt, aus euren Wunschbestellungen. Also wenn ihr etwas schön findet und das bestellt und wenn es auch gut zum Shop passt, machen wir Bilder davon und laden es dann auch irgendwann für alle online. Leider komme ich auch dazu kaum in der letzten Zeit. Wir haben einen Ordner mit so, so vielen schönen Wunsch- und Fotoverläufen von euch, die unbedingt in den Shop sollten. Aber vorerst ist der Umzug angesagt, also der Shop-Umzug von Wopedia.net zu Wopedia.de. Und dann machen wir weiter. Hinzu kam noch eine neue Serie, ähnlich dem Sound of the Ocean Verlauf. Und zwar hat Jasmin von Morben Design einen Mystery Call gestartet, und zwar die Snail-Abdecker. Ihr wart natürlich so schlau und habt uns angeschrieben, ob wir denn nicht auch dafür einen Verlauf erstellen und werken könnten. Und ein Wunschverlauf kam von euch direkt in den Shop. Danke an dieser Stelle für die Ideen. Die Knäuel werden als Tuchverlauf erstellt und nummeriert. Der Tuchverlauf wird dann von außen abgewickelt. Die Idee dahinter ist, dass es anfangs kurze Farbwechsel gibt und zum Schluss der Decke werden die Abschnitte immer größer. Die Decke wird dann nämlich von innen heraus gearbeitet. Und der Verlauf kompensiert das Wachsen der Decke, damit die Abschnitte gleichmäßiger aussehen. Wenn ihr ja sonst einen normalen Verlauf nutzt und damit zum Beispiel ein großes Dreieckstuch handarbeitet, dann reicht der letzte Farbabschnitt häufig nicht mal für die letzte Reihe. Also es ist mal so, je nachdem wie viele Farben ihr habt, aber ganz häufig ist es so, dass man Struggle hat, überhaupt die letzte Reihe praktisch fertig zu bekommen. Und der Tuchverlauf wirkt einfach dagegen. Und das ist auch so bei der Snuggle-Abdecke. Das haben wir dann halt eben so gestaltet, dass es zum Schluss immer breitere Abschnitte gibt, damit das nicht immer schmaler wird, sondern eher gleich bleibt. Auch neu ist der Milano Max Verlauf Schneehase. Das war auch ein Kundenwunsch, denn die normalen Milano Verläufe haben ja 5 flauschige Abschnitte. Dieser Verlauf sollte jedoch durchgängig sein. Also der flauschige Faden sollte die ganze Zeit durchlaufen, aber es sollte auch ein Verlauf vorhanden sein. So haben wir uns für den Namen Milano Max entschieden. Und der Schneehase für die wunderschöne Farbzusammenstellung. Ein Milano-Verlauf in Lavende und Weiß mit dem flauschigen Faden in Schnee. Das ist echt eine Traumkombi. Kann sich wirklich sehen lassen. Ein so, so schönes Garn. Einfach so toll zu handarbeiten und dann sich das anzugucken, wenn es fertig ist. Also ich könnte mir jedes Knäuel einfach ins Regal stellen und es mir angucken, weil es so toll ist. Ich muss es nicht mal anfassen zum Anstricken. Wobei anfassen natürlich auch toll, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und zu guter Letzt ist Verlauf-Updates der Socks Silber Eis Verlauf. Der ist jetzt in Version 2 zu haben, also Generation 2. Und in den Farben Delfino Melange und Hellgrau. Das ist doch etwas abweichend von der ersten Generation. Die war etwas flippiger, so ein bisschen neoniger. Aber die beiden neuen Farben passen einfach besser zusammen und auch zum Namen, finde ich. Also die Silber Eis, kühl, klassisch. Das passt sehr gut, denke ich. Von den Garn-Updates kommen wir auch gleich zu euren eingereichten Handarbeiten. Die poste ich unfassbar gerne auf Instagram und Co. Da sieht man nämlich immer, was ihr Schönes aus unserem Garn zaubert. Und die letzten Bilder, die ich gezeigt habe, blende ich euch jetzt mal ein. Da wäre das Virustuch von Manfred. Er hat dazu unser Colors Modal genutzt, vierfach 500 Meter in den Farben Ziegel, Kupfer, Gabbiano und Moro meliert.
Das Tuch ist bis heute das meist downgeloadetste Produkt bei uns. Auch auf Ravelry ist es ein Burner, also was die Leute da das runterladen und sich das, die Projekte daraus machen. Also das Virustuch ist der Hammer. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Mails ich am nächsten Morgen vor dem Download im Postfach habe. Und die meisten sind aber aus den USA. Ja, das haben wir auch mal vor einer Weile auf Englisch reingestellt. Auch auf Deutsch gibt es eine schriftliche Variante. Ich hatte das ja eine Zeit lang nur als Grafik und mit den Videos verbunden. Und das haben wir vor einer Weile dann reingestellt, auch als also praktisch schriftlich ausgeschrieben auf Deutsch und auf Englisch. Ist weiterhin kostenlos, kostet nichts. Aber da wären wir auch beim Thema Shop-Download. Das wollte ich unbedingt mal ansprechen, weil einige von euch haben gemeint oder sagen, dass sie gerne ein paar Sachen runterladen würden, aber es total übertrieben finden, wenn der Shop nach der Adresse fragt, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Möchte euch aber erklären, warum das so ist und wie ihr das Ganze umgehen könnt. Also bisher bei beiden Shops, die wir hatten, war es gleich. Das kommt daher, dass der Shop so programmiert ist, dass er nicht versteht, dass es für einen Kunden einen Unterschied macht, ob es Garn ist oder eine Anleitung. Für den Shop ist es ein Artikel und ihm ist es vollkommen egal, ob ihr das praktisch physisch kauft und das verschickt werden muss oder ob es ein Download-Produkt ist. Für ihn gibt es einfach nur Produkt. Sprich, wir legen beide Sachen gleich im Shop an. In der EU gibt es aber Gesetze, die uns sagen, dass wir die Mehrwertsteuer für E-Books zum Beispiel für jeden Kunden aus jedem Land separat berechnen müssen. Je nachdem, aus welchem Land ihr also bestellt, gibt es unterschiedliche Steuersätze. Deutschland hat zum Beispiel 7, Österreich 10. Ein Kunde aus der Schweiz zahlt zum Beispiel gar keine Mehrwertsteuer und bestellt das E-Book praktisch zum Nettopreis. Und genau aus diesem Grund fragt euch, der Shop nach eurer Adresse, um die Mehrwertsteuer korrekt anzuzeigen und zu buchen. Und weil das so programmiert ist, fragt er das auch bei einer kostenlosen Anleitung, wobei er das ja nicht mal bräuchte, aber er kann es halt nicht anders, es ist halt eine Maschine. Also er kann nicht mitdenken, er weiß dann nicht, oh, das ist gratis. Okay, dann frage ich immer nicht nach der Adresse, das weiß der Shop dann halt in dem Moment nicht. Also es ist keine Boshaftigkeit von uns, wir wollen auch nicht irgendwelche Adressen von euch sammeln, sondern es ist einfach, weil, also jeder Shop, den wir bisher hatten, der ist dann einfach so programmiert. Selbst Ravelry wird euch nach eurer Adresse fragen, weil die auch genau aus diesem Grund die Mehrwertsteuer berechnen müssen. Auch wenn wir zum Beispiel auf Ravelry eine Anleitung verkaufen, wird uns die Mehrwertsteuer je nach Land berechnet und dann kommt ein anderer Betrag raus. Was ihr aber machen könnt, ist, wenn ihr eure Adresse nicht eingeben wollt, was ihr übrigens nicht müsst, ihr könnt irgendwas eintragen. Ihr könnt zum Beispiel eine 0 eintragen beim Namen und ihr könnt bei der Adresse zum Beispiel einen Buchstaben K eintragen. Das ist vollkommen wurscht. Wir sammeln jetzt diese Adressen nicht, wir machen damit gar nichts. Am Morgen, wenn ich den PC anmache oder am Mittag, je nachdem, wann ich dazu komme. Das Einzige, was ich mit den ganzen kostenlosen Downloads mache, ist, sie zu löschen, damit sie das Postfach nicht voll machen. Weil ich würde gar nicht fertig werden, ich würde meinen Tag gar nicht schaffen, wenn ich jeden kostenlosen Download irgendwie verbuchen und speichern und sonst was würde. Also da gibt es eine Entfernen-Taste und das ist das, was damit passiert. Also ihr macht euch das Leben eigentlich wirklich schwer, wenn ihr euch darüber den Kopf zerbrecht. Gebt einfach irgendwas ein. Gebt von mir aus ein, ihr seid Harry Potter, Gryffindor Tür 1 in Hogwarts. Das passt auch gut. Perfekt. Harry Potter kann bei uns auch einkaufen. Kein Problem. Okay, lasst uns weitermachen mit den Handarbeiten. Da wäre noch der schöne Comfort Fade Cardi von Jenny. Sie hat ihn aus der Vulpedia Elegance gestrickt und zum Einsatz kamen die Farben Natur, Seashell und Charity. Die Farbe Natur haben wir momentan nicht da, aber vielleicht passt Seaside für viele. Das ist nämlich auch ein sehr, sehr schöner Farbton. Die Strickanleitung scheint einen Farbverlauf von sich aus zu kreieren und die Kombi finde ich sehr gut gelungen. Wirkt sehr freundlich, farbenfroh und kuschelig. Ein sehr, sehr schönes Projekt. Habe ich mich über die Bilder sehr gefreut. Dann haben wir den Möbiusschein von Tanja. Den wollte ich euch auch unbedingt zeigen. Ich finde die Farben auch sehr, sehr cool gewählt. Dies ist ein Colors Modal Wunschverlauf in der sechsfachen Stärke, 500 Meter Lauflänge und in den Farben Ziegel, Haselnuss und Moro meliert. Auch ein Augenschmaus, sehr freundlich, warm, harmonisch, also passt sehr gut zusammen. Der Verlauf an sich, den sie jetzt bestellt hat, ist nicht so wie auf dem Bild spiegelnd, der ist ganz normal.
Aber diese Möbius-Technik, die schafft aus einem normalen Verlauf eine Spiegelung. Das ist auch mal eine Empfehlung. Also eine Anleitung habe ich dazu nicht gemacht, aber googelt einfach mal Möbius-Schal, entweder bei YouTube oder bei Google, Ravelry, da findet ihr auf jeden Fall was. Das ist einfach mal was anderes, ne? Aus dem Verlauf nicht einen linearen Verlauf praktisch zu haben, sondern einfach mal aus einem normalen Verlauf einen gespiegelten zu kriegen, finde ich auch sehr, sehr cool. Von Franzi habe ich ein schönes Bild zum Totenkopftuch zugeschickt bekommen. Sie hat einen Glitzerverlauf dafür gewählt, und zwar einen Verlauf Wolkendecker. Das ist eine dreifache Stärke und 1000 Meter Lauflänge. Passend zur Kleidung und zum Totenkopftuch gewählt, finde ich. Der Glitzerfaden kommt auf dem Foto nicht so gut rüber. Das macht sich im Bewegbild natürlich besser, wenn das Licht so drauf fällt und ne, wenn das so schön glitzert und flunkert. Aber die Farbe Perlmutt schimmert wirklich sehr, sehr schön, wenn man Glanz dazu wählt. Ihr könnt übrigens auch Glanz- oder Glitzerfäden auswählen, wenn ihr einen Wunschverlauf bestellt. Da kann man sich ein bisschen austoben. Und der Perlmuttfaden ist auch einer meiner Lieblingsglitzerfäden. Der ist wirklich, das ist so ein zarter, dezenter, aber trotzdem schimmernder Faden. Das ist echt schwer zu bekommen, muss man sagen. Also ich hoffe, ich kriege den auch nach 5 Jahren wieder. Ich muss ein bisschen durchs Internet wühlen. Das ist schon so ein bisschen wie ein Schatz auf dem Flohmarkt finden, aber ja, genau. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für eure Bilder bedanken. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Mails aufmache und von euch Bilder drin sind, wenn die eintrudeln, und pflege sie meist recht zeitnah in den Shop ein. Wir verschenken Shop-Gutscheine, wenn ihr eure Bilder ebenfalls einreichen wollt. Sagt uns in der E-Mail unbedingt, dass wir eure Bilder uneingeschränkt verwenden dürfen, und achtet darauf, dass die Bilder im Shop verwendbar wären. Also orientiert euch einfach mal an unserem Instagram-Account, wenn ihr dann Bilder von anderen seht, wie sie aussehen sollten. Knipst sie unbedingt bei Tageslicht, so wird es halt nicht verrauscht und nicht zermatscht und die Farben kommen sehr gut raus. Und wenn wir sie verwenden können, schicken wir euch einen 5-Euro-Gutschein pro Bild zu. Was habe ich denn noch Schönes zu berichten? Ja, die Strickanleitung zu den Raglan-Elementen habe ich inzwischen auch auf Englisch vertont und auf dem englischen Channel veröffentlicht. Aber ihr findet alle Parts und die schriftliche Anleitung zur Berechnung der Maschprobe im Shop, auch als Gratis-Download. Ich habe für euch schriftlich festgehalten, wie ihr die benötigte Garnmenge für euren Pulli ausrechnen könnt und halt, ne, wie ihr mit der Maschenprobe umgehen könnt. Ein anderes Video, das online ging, war das Secondhand-Unboxing. Das war aus dem Archiv. Das Video ist vom Sommer und ich wollte es doch nicht im Ordner verstauben lassen. Da habe ich zum ersten Mal in einem Secondhand-Shop online bestellt und war dann doch recht begeistert, was eingetrudelt ist. Alle Kleidungsstücke passen übrigens noch immer perfekt und ich trage sie alle sehr, sehr gerne. Im Winter meist eher unter dem Pulli. Aber was soll's, ne? Also das war schon cool. Auch mal ein anderes Video. Also das war mein erster Haul. Wer da gerne reinschauen möchte, schaut gerne vorbei. Ein anderes Ding war oder eher ist eine Kooperation für das Sunnyband, um die Hände unterwegs waschen zu können. Da läuft noch eine Verlosung für euch bis Ende des Monats. Wer noch mitmachen möchte, ich packe euch den Link mal wieder in die Infobox. Auch da habe ich mich zum Jahreswechsel ausprobiert und Kooperationen für mich neu entdeckt, was eine absolut coole Erfahrung ist. Ich hatte sowas vorher noch nie gemacht und hatte immer so ein bisschen Bammel zu versagen, etwas falsch zu machen. Aber bisher waren alle sehr, sehr nett, was das angeht. Und ja, hat auch sehr viel Spaß bisher gemacht. Wobei das nicht eigentlich ein Video ist, was vor kurzem online ging, aber einfach etwas Schönes, was ich euch berichten wollte. Genau. Ich habe aber noch ein paar Videoneuigkeiten für euch. Nancy hat mir nämlich ein Paket zugeschickt und sie war so lieb, eine paar Handarbeiten zu gewerkelt für Angel Babies. Und ich habe mich total gefreut, mal wieder etwas von der Cam auszupacken und habe die beigelegte Karte auch sehr gerne gelesen. War sehr nett handgeschrieben. Und das andere Video, das online ging, ist der erste Part der Fausthandschuhe, die ich für Leo gewerkelt habe. Ich habe vorerst geschnitten, wie man ein Bündchen häkelt. Das Video ist speziell für unsere YouTube-Kanalmitglieder in der Community zu sehen, also praktisch auf unserem YouTube-Kanal, Tab Community, da verlinke ich es immer. Und es gibt nochmal eine spezielle Playlist für Kanalmitglieder. Und wenn ich alle Parts zusammen habe, kommt es dann in den Shop zum Download für alle. Was gibt's noch Schönes zu erzählen? Wir hatten viel Schnee in den letzten Wochen und meine beiden Jungs hatten die Zeit zum Toben, Basteln im Schnee genutzt. Chris hat Leo Snowwatch die Witz und ist selber mal gefahren. Seine Boots sind aktuell verkauft, da muss ich erstmal neue besorgen, deswegen kann er mit seinem Brett nicht fahren. Ich habe beim nächsten Mal auch wieder auf Snowboard, denke ich mal, wechseln. Ich habe letztes und dieses Jahr meine Skiausrüstung komplett verkauft und fühle mich auf dem Board einfach
ja, besser. Ich fühle mich da eher hingezogen. Freue mich schon sehr darauf, wenn wir mal als Family auf den Berg zusammen können. Das geht gerade nicht. Also Maus ist echt noch zu klein dafür. Und sie mag Schnee, ehrlich gesagt, diesen Winter gar nicht. Also ich bin mal gespannt, wie es später sein wird. Ich hoffe, ich kann sie dafür begeistern. Da ist Leo echt ein anderer Typ. Also der freut sich immer total, wenn er in den Schnee hüpfen kann und mit irgendwas werfen kann oder irgendwas, wie gesagt, drin basteln kann oder eine Jetzt Burg bauen runtergehen, kann, einen kannst du auch mal Schneemann mitkommen bei irgendwo runterrutschen. Das ist schon cool. Dann habe ich noch mein Filmequipment ein bisschen aufgestockt, also wirklich ganz, ganz bisschen, und ein paar neue Gadgets besorgt. Ich habe eine Halterung für meine Beleuchtung besorgt, damit ich so das Handy bequem einklipsen kann. Also wenn ich halt einen Vlog mit euch drehe, ich mache ja neuerdings Hochformat-Videos, habt ihr ja gesehen. Das macht sich dann ganz gut, wenn ich eine spezielle Halterung dafür habe. Dann habe ich noch eine Ringleuchte fürs Handy bestellt, damit die Stories und die Bilder nicht mehr so dunkel sind. Also häufig, wenn ich natürlich nachts arbeite, ist das Licht, na, das künstliche Licht natürlich nicht so gut. Und mit dem Ringlicht kann ich für euch dann die Knäuel besser abknipsen, damit ihr einfach die Farben auch viel besser seht. Das ist so ein neutrales, helles Licht. Und noch eine neue Folie. Eigentlich total simpel, aber ja, ich habe die alte einfach viel zu lange drauf. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich bin ich zu geizig. Ich wollte keine neue draufziehen. Und muss Chris noch austauschen. Er ist da bei uns der Technik-Pro. Wenn ich das versuche, kommen nur Luftblasen rein. Und meine neue Sony-Kamera ging zurück zu Amazon. Ich fand das Bild ehrlich gesagt sehr, sehr toll. Aber ich konnte mich mit dem Handling nicht anfreunden und mit dem Arbeitsfluss nicht. Wir haben uns über die letzten Jahre so sehr an Apple-Geräte gewöhnt, dass ich mich entschieden habe, einfach dabei zu bleiben und am besseren Videolicht und Ton zu arbeiten. Ja, alle Bilder, Videos, Podcasts, Anleitungen und so weiter, die ihr von uns kennt, die entstehen praktisch im iPhone und das macht echt Freude, wie schnell das geht, funktioniert und zuverlässig ist. Und ich kann es dann direkt am iMac importieren, schneiden, verarbeiten und so weiter. Dann nochmal ein bisschen Retusche, falls man nochmal ein bisschen was aufhellen will, ne, falls es zu dunkel war. Und seit 6 Jahren hatte ich echt kein Bluescreen oder Hänger oder sowas am Mac. Jetzt muss ich mal dreimal auf Holz klopfen hier. Ja, einfach happy. Und ich bleibe jetzt dabei. Ich konzentriere mich jetzt einfach auf das iPhone. Und ja, das ist dieses YouTuber-Ding. Ne? Man sieht das ja auch immer. Und es werden auch einem immer Videos vorgeschlagen. Ja, guck dir diese neue Kamera und das ist so toll und so super. Und 4K und 8K und Stereo-Mikrofon und dies und das. Und boah, und jetzt kommen HDR-Videos und schieß mich tot und was weiß ich nicht alles, was jetzt kommt. Und man denkt halt immer, man braucht immer was Neues, man braucht was Neues, man braucht was Neues. Und dann stellt man eigentlich fest, ja, aber nee, der Arbeitsfluss funktioniert mit den einfachsten Geräten aber eigentlich doch besser, weil wenn man auch auf etwas, also doof ist es, spezialisiert ist, dann kommt man damit halt auch besser zurecht, als jedes Jahr dann irgendwie sich in neuen Dingen auszuprobieren, dann kommt man ja nie irgendwie auf den grünen Zweig, ne? Aber ja, das ist halt so mein Ding. Ich habe die letzten Jahre immer wieder Kameras versucht, weil ich meinte, ich brauche das. Wenn ich vloggen will, brauche ich eine vernünftige Kamera. Und teilweise haben mich ja wirklich Vlogs hingezogen, weil ich irgendwie unhappy oder unglücklich war. So, ich kann nicht doch nicht nur mit dem Handy filmen und bla. Aber wenn man alle anderen Vlogger sich anguckt, was weiß ich nicht, Bibi zum Beispiel, die vloggt noch immer mit dem iPhone. Ihre Videos sehen teilweise so zermatscht und dunkel aus und trotzdem vloggt sie da. Das mal als Seiteffekt. Zu Bibi kommen wir übrigens gleich, erzähle ich euch was zu Podcast. Genau. Wir ziehen ja momentan unseren Online-Shop um von wopedianet.de. Und beim Arbeiten höre ich unfassbar gern Podcasts. Das habe ich mir jetzt die letzten Monate angewöhnt. Und ich gebe euch jetzt einfach mal einen Einblick. Das sind jetzt nicht unbedingt Empfehlungen, aber einfach ein Einblick darin, was ich beim Arbeiten höre. Und das ist zum Beispiel der Podcast von Maria und Thor. Ein sehr, sehr persönlicher Podcast von einem Pärchen, das in der Selbstfindung, oh Gott, ich kann nicht mehr Deutsch reden, das in der Selbstfindung steckt und es teilweise turbulent zugeht. Die machen momentan leider keine weiteren Folgen mehr. Also die kommen schon noch, aber na, sie haben keine Regelmäßigkeit. Die laden jetzt nicht irgendwie jede Woche hoch. Da muss man leider sich ein bisschen gedulden, bis wieder was kommt. Aber die Maria ist zum Beispiel auf Instagram aktiv. Also wer sie mal persönlich noch verfolgen will, die postet regelmäßig schon was. Da kommen auch Stories, da kann man mal ein bisschen ne, mal dabei sein. Dann höre ich auch mal gerne bei Schlechte Freunde rein. Das ist ein Podcast von Kies und Quenny. Zwei Jungs so unterschiedlich, wie sie nur sein können und teilweise amüsant anzuhören, welche Vorstellungen sie vom Leben haben. Nichts Weltbewegendes, aber einfach mal eine Abwechslung zum Lauschen, zum Ablenken.
Oder Zeit vertreiben, genau. Eine Zeit lang habe ich den Podcast von Mirella und Flo Muss das sein gehört. Momentan ist er mir irgendwie zu schwer und erfrischt einen eher weniger. Aber die Themen, die die beiden besprechen, sind unfassbar wichtig und spannend, wobei sie auch gut miteinander lachen können. Also eher eine große Empfehlung. An der Stelle muss ich doch mal eine Empfehlung aussprechen, weil der Podcast Muss das sein, das hat schon was. Aber momentan habe ich da eine Hörpause, weil ich mich selbst eher aufmuntern muss. Ein anderer Podcast, den ich sehr, sehr toll finde oder fand, da kommen leider auch keine weiteren Folgen mehr, ist der von Nilam Farooq, Generation Y. Finde ich extrem toll. Ich kann ihre Gedanken so gut nachvollziehen. Also ich stimme natürlich nicht unbedingt überall mit ein, aber ich habe ja auch damals Nilam gerne auf YouTube geguckt. Sie hat leider gar keine Videos mehr online. Den Podcast habe ich sehr, sehr gern gehört. Sie hat auch immer wieder versprochen, neue Folgen zu machen, aber es kam keine. Das ist so schade. Also dem habe ich wirklich so gerne zugehört. Naja, wenn ich halt mal kurz gute Laune auftanken will, schaue ich bei Julian und Bibi vorbei und lausche bei den Geschichten vom Podcast. Das ist ja klasse. Oder Klasse, beruht auf einem Wortspiel Klasse und dem Nachnamen der beiden. Interessant war die Folge, als eine Mitarbeiterin vom High Class Flugservice zum Interview dabei war. Oder wenn die beiden von ihren Geschichten zum Thema Geld verdienen in der Schulzeit erzählt haben. Und das hat mich doch sehr an mich selbst erinnert. Ist total spannend teilweise, aber nicht für jeden was. Ganz neu dabei bei mir ist der Podcast Hör mal mit Kelly und Mikey. Die zwei zusammen sind echt wie eine Explosion. Die Themen sind nicht unbedingt nötig, aber machen auch immer wieder gute Laune, wobei man sich oft die Hände über dem Kopf zusammenschlagen könnte. Die reden ohne ein Blatt von dem Mund zu nehmen drauf los, stolpern, verlieren sich, erzählen etwas anderes und dann doch wieder über das Thema vom Anfang. Also ja, wobei man bei den beiden im YouTuber-Thema schon etwas drin sein sollte. Also wenn man YouTube nur für Handarbeit nutzt, verliert man sich da, glaube ich, schnell, weil man mit den Namen oder den Themen nicht viel anfangen kann. An dieser Stelle würde ich euch ehrlich gesagt gerne noch was zum Häusle erzählen und zeigen, aber ich glaube, das Video wird zu lang. Ich habe nämlich noch gleich was für euch. Wir heben es uns einfach mal fürs nächste Mal auf. Da kann ich euch vielleicht noch ein paar Bilder und Videos zeigen. Hallo ihr Lieben, ich melde mich nochmal ganz kurz aus dem Schnitt bei euch. Ich habe nämlich noch vergessen, das Gewinnspiel mit reinzuschneiden. Wir würden nämlich gerne einen 10-Euro-Gutschein für den Shop verlosen. Und zwar suchen wir nach einem Namen für dieses wunderschöne Knäuel. Ich blende euch es mal ein. Das ist in den Farben Graphit und Jade. Und das würden wir gerne als feste Kreation in den Shop mit aufnehmen. Lasst es uns gerne wissen, was für ein Name dazu passen würde. Also einfach am Gewinnspiel teilzunehmen. Lasst ein Like für das Video da und schreibt uns als Kommentar unter das YouTube-Video, welchen Namen dieses Knäuel haben sollte. Und wenn uns der Name gefällt, kommt es in den Shop und ihr bekommt dann den Gutschein zugeschickt.